Na, guten Morgen. Na, alle fit? Alle munter? Ja, ich denke mal schon, ne? Ist ja eine moderate Zeit, wo wir heute anfangen hier. Also, mache jetzt die Abfahrtskontrolle, räume noch ein bisschen auf und dann geht's runter in die Fabrik. Dann können wir laden und dann geht's ab nach Neuburg. Vorneweg müssen wir aber noch mal in die Spedition die Postkiste, die ich gestern geholt habe, abgeben. Da war ein wichtiger Brief drin, der muss zum Fuhrparkleiter. Also müssen wir über Oelsnitz fahren, das heißt, vielleicht machen wir dort noch mal eine kurze Pause. Gut, also wisst ihr erstmal Bescheid, wie es jetzt hier läuft. Und dann würde ich sagen, machen wir mal langsam los hier, dass wir die Ladung drauf kriegen. Und dann ab die Post. Guckt euch mal das schöne Wetter an hier. Ist das nicht hervorragend? Und schaut mal, was ich für ein schickes T-Shirt anhab. Ist das nicht auch hervorragend? Ja, ja. So, meine Guten. Wollen wir erstmal hier kurz aufräumen ein bisschen. Und die Seite hier der Bretter schon ein bisschen rausnehmen. Dann haben wir unten in der Fabrik nicht so viel Arbeit. So, die zwei erstmal runterlegen. Hier sieht's aus, Alter. Der Mäusel wieder nichts gemacht hier. So. Mal schnell die zwei Gurte zusammenrollen. So eine faule Sau gestern. Nichts gemacht, der Kerl. Mensch, das ist doch wieder. So, meine Dispo hat mir heute früh schon meine Transport-ID geschickt für den Transport für Ingolstadt bzw. für Neuburg, weil das geht ja nach Neuburg, die Ware. So. Ach, da muss das andere Zeug ja noch rein. So, die Bretter gleich rausnehmen. Dann habe ich nachher unten nicht so viel Arbeit. So. Und die drei auch. Müssen wir noch die Sachen vom Hänger wegräumen, die dann jetzt hier stören. Weil ich brauche jetzt auf dem Anhänger mehr Platz als auf der Maschine. So, Türen festmachen hier.
dass die nicht rumschlagen. So, das ist mein Rohr, das brauche ich. Die Leiter schaffe ich vor. Kiste schaffe ich vor. Das bleibt hier. Ja, das ist eben immer mit dem Rum- und Umgeräume, wo man gerade einen Platz braucht. Ne? Wenn ich hinten mehr Platz habe, stelle ich es hinten drauf. Wenn ich vorne mehr Platz habe, stelle ich es vorne drauf. So. Ein Spannbrett mit vor, dass ich es festspannen kann, damit es nicht durch die Gegend rutscht. So, dann mache ich das nämlich hier nachher fest. Wenn ich dann unten geladen habe. Und die Anti-Rutschmatten müssen noch vor. Die stören hier hinten. Die Gurte und die Schlösser können liegen bleiben. Die stören nicht. Ein Schloss brauche ich sowieso. Und ein Gurt. So, der Rest kommt hier in die Ecke. Da stört es nicht. So, aber die Matten hier stören. So, die müssen noch vor. So. Hier habe ich nachher noch 1,5 Meter Platz. Und hier geht's nämlich, hier habe ich nämlich gerade so 30, 40 Zentimeter Platz. So, die Kleinen können hier bleiben. Die legen wir hier ein bisschen schön her. Den Gurt hier daneben. Das hier daneben. Hier drauf. Das hier, ja. So, den Gurt wieder hoch. Das ist nämlich hier, da oben ist nämlich die Traverse verbogen. Da oben, die haben sie mir mal verbogen, warum auch immer. Und dann muss ich das nämlich hier mit dem Gurt runterziehen, weil die kann nicht gerichtet werden. Da muss der halbe Anhänger auseinandergebaut werden, um die Traverse zu richten. Und das ist, geht nicht. Das übersteigt das Kostenlimit bei weitem. So. Meine Stange wieder drauf. Die brauche ich nämlich, wenn ich Maschine in Unterfahrschutz runter machen muss. Da brauche ich die Stange, um den wieder hochzudrücken. Weil das geht alles ein bisschen schwer. So. Jetzt machen wir hier wieder zu. Das geht auch ein bisschen schwer, da dadurch da oben verbogen ist. So. Aber man gewöhnt sich dran.
Ich öle schon immer hier unten die Griffe. Aber naja, alles ordentlich zu. Wunderbar. So, ach, das eine Brett hat Schnee. Gut, das nehme ich dann nachher raus. Jetzt mache ich hier die zwei Bretter wieder rein. Plane zu und dann geht's los, meine Guten. So. So. War da jetzt beim Aufräumen ein bisschen dabei. So, schön. Tür. So. Ach, geht das hier noch weiter runter? Nee. Das ist schon am untersten. Blöd. Naja. So, mal angucken. Übrigens, den Spruch hier hinter mir heute, den hat sich Samuel gewünscht. Samuel, ich grüße dich. Viel Spaß beim Schauen. Sieh, ich habe deinen Spruch dran. So. Jetzt geht's los. Ab in die Fabrik. Hier bauen sie überall Einfahrten hin, oder was? Überall wird gebaut hier. Hier schläft auch einer. Großgemeinde. Ein Kaffee in Ehren kann niemand verwehren. Oder wie es hinter mir dran steht, ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Na, trägst du dein Auto? Also manche haben einen Affenzahn drauf. Den da drüben lassen wir noch durch. Der ist schneller als ich. Wesentlich schneller als ich. So, dann mal ab in die Fabrik. Da stehen schon zwei. Ach, einer fährt gerade weg. Dann stellen wir uns hinter den gelben. Und dann melden wir uns an. Das können wir mit unserem eigenen Handy machen. Da brauchen wir nicht erst so ein verkeimtes Handy von denen nehmen, was jeder in der Hand nimmt. Hier haben sie nämlich eine schöne App. Da kann man sich übers eigene Handy anmelden. Und Audi und VW haben das auch, aber ich habe noch nicht rausgekriegt, wie ich an die App rankomme. Das muss ich noch rauskriegen. So Leute, dann mal bis später. Ne? Wenn ich dann hier fertig bin, melde ich mich wieder bei euch. Also dann tschüss. Tschö mit Ö. Bis nachher. So, meine Guten, es ist vollbracht. Jetzt
geht's ab nach Neuburg. Was war denn das für ein Polizeiauto? Polizeibehörde stand da dran. Ist ja ganz was Neues. Habe ich euch schon gesagt, dass jetzt schönes Wetter ist? Nee, ne? Dann sage ich es euch jetzt. Es ist schönes Wetter. Alle Wetter, schönes Wetter. So, jetzt düsen wir mal schön auf die Autobahn. Guckt euch doch mal hier den Dreck an am Rand. Jeder schmeißt seinen Müll hier aus dem Fenster. Oh, ich könnte Hack nehmen. Das muss doch wirklich nicht sein. Gut, ihr könntet jetzt sagen, das sichert Arbeitsplätze, weil es muss ja wieder sauber gemacht werden. Aber es kostet auch unnötig Steuergelder. Weil das wird nämlich von unseren Steuergeldern bezahlt, hier den Dreck wegzuräumen. Die könnten wir viel sinnvoller woanders verschleudern. Ja, ne? Nee. Angucken kannst du dir das nicht hier. Genauso auf der Autobahn oder auf den Parkplätzen. Da sieht es immer aus an den Rändern. Hingeschissen. Müllsäcke hingeschmissen, Müllbeutel. Ich habe mal beobachtet, wie ein polnischer Fahrer, der stand vielleicht 6-7 Meter vom Mülleimer entfernt mit seinem LKW. So am Rand hier auf so einer Schwerlastspur, wo dann auf der linken Seite der Hang so ist, zur Autobahn. Und statt er die 7 Meter zum Mülleimer hinläuft, Fenster auf, den Hang hoch. Egal, alles hin. Aber es gibt auch genug Deutsche, die das machen, sind nicht nur Ausländer. Habe ich auch schon bei Deutschen beobachtet. Oder raus aus dem Auto, 2 Meter hin an die Wiese hingepinkelt, obwohl das Klo 20 Meter weg ist. Muss doch nicht sein. Nachts scheißen sie dir unter das Auto. Habe ich auch schon gehabt. Am Autohof gestanden, früh in dunklen Abfahrtskontrolle gemacht, früh um 3 und denke, was riecht denn hier so? Haben sie mir zwischen Hänger und Maschine geschissen. Alter, die Deichsel noch schön als Donnerbalken benutzt. Elend Schweine. Naja, Klausi, reg dich nicht auf. Du änderst das auch nicht. So, na dann. Erstmal alles abgeben. Außer einen Löffel. Löffel behalten wir. Den geben wir erst später ab. Nee, die Postbox und die Post und meine Frachtbriefe, die ich bisher hatte diese Woche, da können sie die nämlich schon nach Bamberg schicken, obwohl ich die eigentlich gestern hätte gleich in Bamberg lassen können, aber naja. Schlau wie ich war, habe ich sie natürlich wieder mit hergeschleppt, aber dann werden sie halt mit runtergeschickt wieder. Was soll's. Vielleicht wollen sie ja hier nochmal drüber gucken, das ist ja auch nicht das Problem. Hier der Blitzer. Der Blitzer. Nee, Blumenauto. Das Blumenauto steht hier. So. Hier rein. Hier rein. Und das Bärschel rückwärts hoch. Vielleicht eine Viertelstunde Pause.
So, auf nach Neuburg. Oh, das staubt auf dem Platz, furztrocken. Mal ist es schlammig wie die Sau und mal ist es furztrocken. So, da fahren wir gleich wieder über Talditz, weil wir ja auf die 72 wollen Richtung Nürnberg, München. Wir wollen ja nach Ingolstadt. Möchten wir uns mal ein bisschen sputen. Wir haben noch 25 Minuten und 23 brauchen wir. Also Gas geben, Klausi. Aber nicht zu schnell, weil ja heute Blitzermarathon ist. Da musst du immer damit rechnen, dass sie irgendwo stehen und blitzen. Ich habe keinen Bock, Geld zu bezahlen. Nicht wirklich. Aber mit der grünen Welle, das klappt ja ganz gut heute hier. Also hier vorne. Hier habe ich jetzt keine grüne Welle. Doch. Ich habe grüne Welle. Klaus ist helle, hat grüne Welle. Das klappt ja wie am Schnürchen hier. Alter Franz. So, dich wollte ich eigentlich nicht vor mir haben mit deinem Moped hier. Das machst du richtig, Kollege. Das finde ich in Ordnung. Dann kriege ich nämlich hier auch noch die grüne Welle. So, und dann werden wir mal gucken, ob es heute Spargel gibt. Oder nicht. Doch, da vorne gibt's Spargel. Da steht's doch dran. Ja, den müssen wir mal kurz halten. Na guckt, haben wir es doch gleich geschafft. 4 Stunden 25. Das heißt, mit 4 Stunden 27, 4 Stunden 28 stehen wir auf dem Parkplatz. Das war jetzt Maßarbeit, sage ich euch. Wie sieht es denn aus auf dem Parkplatz? Eigentlich gut. Der Parkplatz ist leer. Das heißt, ich könnte dann gleich drankommen.
So, Freunde. Abgeladen, geladen. Jetzt geht's Richtung Zwickau. Vielleicht können wir heute Abend noch abladen. Wenn wir Glück haben, dann können wir nämlich in Zwickau gleich Pause machen. Und morgen laden wir in Marane für Neckarsulm. Muss ich mich bloß ein bisschen sputen heute, dass wir das noch schaffen. Dass mich die Nachtschicht ablädt, dann, dass das dann schnell geht. Ups, jetzt ist ein Löffel rausgefallen. Oh. Mäusel, tu doch mal dein Geschirr ordentlich verpacken, wenn du weißt, dass hier blöde Straße ist. Oh, Dicker, was machst du denn? Das Gehüpfel hier dauernd mit dir. Gib doch mal ein bisschen Mühe. So, jetzt aber. Hurtig, hurtig. Da hat gerade einer geblinkert. Ich hoffe nicht, dass hier ein Blitzer steht. Sollte es ein Abonnent oder ein Zuschauer gewesen sein, dann grüße ich dich. Dich, der du da gerade geblinkert hast. Ja, nee, was ich gesagt habe, sie wollten haben sein. Wir haben es in 4 Stunden 27 bis runter geschafft, trotz Abstecher nach Oelsnitz und trotz Stau. Also müssen wir es auf jeden Fall auch in der Zeit nach hoch zu schaffen. Seht ihr, die Spargelbude hat nämlich schon zu, die haben nämlich bis 18 Uhr auf. 26.04. bis 30.04. Das muss ich mir aufschreiben nachher. Darf ich nicht vergessen. Falls ich die Woche in der Woche da runterfahre, hier. So, Freunde, vorwärts und nicht getrödelt. Vorwärts und nicht getrödelt. Die Zeit läuft und sonst davon. Ja. So, wir liegen doch gut mit der Schichtzeit. Wir haben noch 3/4 Stunde noch. Wenn wir gut sind mit Abladen. Ach, wir haben hier nur auf der Maschine Leergut. Auf dem Hänger haben wir ja nichts. Der Hänger ist ja leer. War ja nicht genug unten, haben nur auf der Maschine Leergut und da geht das vielleicht auch fix. Dann kommen wir mit 13 Stunden Schichtzeit klar. Und dann machen wir 11 Stunden Pause. Das heißt, wenn wir bis 12 Uhr raus sind, nee, wir müssen bis 12 Uhr raus sein, sonst klappt es mit 13 Stunden nicht. Zwickau ist wie ausgestorben in der Nacht. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt noch eine 3/4 Stunde Schichtzeit, wenn wir dort sind ungefähr. Und dann schauen, dass wir noch abladen fix. Haben nur 3 Hub drauf. Und dann suchen wir uns ein Plätzchen zum Hinstellen. Und dann ist Feierabend. Den haben wir uns heute aber verdient, den Feierabend, das sage ich euch. So, das hat doch noch wunderbar geklappt. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Schichtzeit. Können wir uns jetzt noch schön einen Parkplatz suchen. Mal gucken, wo hier noch was frei ist.
Hier ist jedenfalls nichts mehr frei. Aber hier ist noch was frei. Genau da, wo wir gestern standen, stellen wir uns hin. So, schön hier rum, schön gerade ziehen. Dass wir schön weit an den Bordstein rankommen. Nicht zu weit, aber schön weit. So, meine Guten. Jetzt stehen wir genau wieder da, wo wir gestern gestanden haben und wo wir heute früh losgefahren sind. Wir haben es noch geschafft, innerhalb meiner 13 Stunden Schichtzeit das Leergut abzuladen hier. Jetzt ist das Auto leer und dann können wir morgen früh durchstarten nach Merane. Also wir machen jetzt schön 11 Stunden Pause. Das heißt, wir fangen morgen auch erst wieder um 11 an. So wie heute. Und dann, es ist jetzt 10 vor Mitternacht ist es. Ja, und dann fahren wir nach Merane, laden dort für Neckarsulm, fahren nach Neckarsulm, laden ab, laden in den Böllingerhöfen Leergut und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Also mindestens Bamberg. Mal schauen, ob es noch ein bisschen höher wird. Also lassen wir uns überraschen. Machen wir jetzt gar keine Prognose. Also meine Lieben, in diesem Sinne, Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtel. Und tschüss, bis morgen. Ich gehe jetzt in mein Bett. Mir bin ich.